So, wir sind jetzt in einem syrischen Restaurant auf der Kalkhauptstraße. Ich habe jetzt Falafel bestellt mit Herz, Förmchen. Was hast du? Shawarma mit Pommes. Shawarma und Wiener Pommes. Und wie heißt du? Und eine Essen hier. Dann haben. Was denn? Hast du doch, Lina. So, hallo ihr Lieben, ich habe mich gar nicht heute, also ich habe euch gar nicht begrüßt. Wir waren kurz essen im syrischen Restaurant auf der Kalkhauptstraße. Hat super lecker geschmeckt und mit Herz zubereitet. Ja. Dann waren wir einkaufen, weil wir kriegen morgen Besuch. Die konnten doch nicht gestern kommen, weil Audrey ein Gespräch hatte. Und ja, ich zeige euch mal, was wir gekauft haben. Und zwar einmal für Lina Mundschutzcreme. Ich habe letztens die falsche gekauft. Dann für unseren Besuch morgen einmal russisches Brot. Ich habe das als Kind dann total gern gegessen. Dann für Audet heute Cashewkerne. Der will das seit Wochen kaufen, aber der findet das zu teuer. Dann dachte ich mir, komm, gönnst du die einmal mit dem Payback. Oh, Papa Sitta! Papa, Papa Sitta! Dann einmal Erdnüsse. Papa! Ja, Papa, Papa Sitta! Wasser? Ja, Papa Sitta! Ja. Nochmal Erdnüsse. Dann haben wir Chips. Wir müssen aber noch Chips im kleinen Zimmer haben, deswegen habe ich jetzt nicht zu viel gekauft. Dann einmal Kekse haben wir auch noch da. Aber und das, ich finde, das ist immer perfekt, wenn man Besuch bekommt. Dann kauft man nicht zu viel und ist leider ein bisschen Müll. Dann einmal Cola, das wird aber erst morgen aufgemacht. Und Sprite. Ja, mehr haben wir nicht gekauft. Dann waren wir noch. Wo sind die Fotos von Lina und Lea? In der Jackentasche? Nein, Lena steht nicht da. Lina. Lina So, dann haben wir für die Passbilder Fotos gemacht. Das ist einmal Lea. Süß, ne? Und Linas haben wir auch gemacht. Werden wir dann. Wir kriegen beide morgen einen Reisepass. Obwohl wir, glaube ich, dieses Jahr doch nicht in den Urlaub fliegen. Wenn ich meinen Führerschein mache und ein neues Auto, schaffen wir das nicht. Haben! Und einmal Lina. Willst du eins haben? Ja. So süß, Moschlange. Guck mal, wie schön. Bei jedem wird es ein Güttel. Genau, die nehmen wir morgen mit. Ja, auf Marin. Was denn? Auf Marin. Schatz, guck mal, ich tue das hier rein, ja? Schatz, ich tue das hier rein. Ja, und ich habe mich bei meiner Fahrschule angemeldet für den Führerschein. Das geben wir morgen alles ab. Papa! Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mitnehmen. Und dann habe ich hier einmal so einen Maxi-Bogen. Der hat 35 Euro gekostet. Und hier ist dann ein Code drin, womit man sich in der App anmelden kann. Ja, du, du. Genau. Da freue ich mich schon drauf, das einmal durchzumachen. So, das war's. Okay, heute ist der nächste Tag. Wir waren die Reisepässe für die Kinder beantragen, haben die auch direkt mitbekommen. Für die Fahrschule habe ich, also für den Fahrschule habe ich mich jetzt angemeldet. Und wir waren noch mal kurz einkaufen. Ich weiß, es ist viel zu viel, was ich mir zeige, aber Chips. Wir hatten keine Chips mehr da, haben wir gemerkt gestern. Dann für Auger diese Technik-Nuts, Tomatenmark, zwei Packungen Jumbo, das und Auger Prima gekauft, also Hackfleisch, wenn auch den nicht. Wie hieß das? Schifte? Schichosha. Genau. Schifte-Rosha. Ach du Scheiße. Genau, der macht Schichosha. Und. Mehr haben wir nicht geholt, ne? Also natürlich unsere Kunden, wenn die so richtig sexy reden. Ist schon Bashi, alles schon. Ach Scheiße. Denk nur bei Smallon, Nallon, Bashin. Dann machen die diese Mann so. Ich? Ach, Ew!
Hier sind auch noch welche, also das, die zwei haben wir auch. Das haben wir auch. Wenn wir später besuchen können. Hier! Aufgegessen. Es ist noch zwei Stück übrig, aber ist die ganze Packung. Ich denke an meine Frau. Wow! Lässt du mir zwei Stück übrig? Du weißt genau, wenn man salzige Sachen isst, braucht man mindestens eine Packung. Mindestens. Aha. Ja. I need you, I need you time whenever. Oh, sind nicht zu wenig Salz, aber ich muss das später rein. Warte mal, haben wir keine Getränke? Ich hab jetzt schon was Kaltes trinken können. Ich räume erstmal hier auf. Keine Ahnung. Sollen wir das behalten für unser nächstes Auto? Warum ist das so? Ist das normal, dass das so das hart ist? Das ist dünn und hart. Das schmeckt nicht. Ich find's schade, echt. Was ist das? Mein Gott, ja. Auf jeden Fall kriegen wir heute Besuch. Deswegen müssen wir heute einmal die Wohnung sauber machen. Wenn wir Besuch bekommen, das ist immer ein Anstoß, dass wir die Wohnung sauber machen. Ne? Also, ich glaube, wir machen nie die Wohnung sauber. Ja, heute nicht ernst nehmen, ne? Wir machen immer so Spaß. Für die, die neu auf unserem Kanal sind. How many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go! And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh, oh. Let's go! Turn back, time, do it over again. Just turn back, time, do it over again. We need to turn back, time, do it over again. I know you know. So ihr Lieben, während unser Besuch jetzt auf dem Weg ist, wollte ich euch zeigen, was ich für meinen Eisenmangel nehme. Und zwar von Quineva für Eisen zur Nahrungsergänzung mit Superbar und Krillöl. Da sind jetzt 30 Kapseln drin, das reicht für einen Monat. Ich nehme das jetzt schon seit einer Woche, wie man sieht. Und ja, ich nehme das eigentlich immer vor dem Frühstück, eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Und ja, ich fühle mich schon fitter. Weil ihr wisst ja, ich habe schon so lange Eisenmangel, schon gefühlt seitdem ich auf der Welt bin. Aber das liegt auch in unserer Familie, dass wir einfach alle Eisenmangel haben. Und das macht auch nicht zu starke Verstopfungen. Das finde ich total gut. Was ich vorher nicht wusste, dass wenn man Tee oder Kaffee direkt nach dem Eisen trinkt, hier steht das drin, beachten Sie, dass eine Tasse Tee die Eisenaufnahme um 75-80% und eine Tasse Kaffee um 60% vermindert. Deswegen sollte man auch nur ein Glas Orangensaft danach trinken. Und nach dem Frühstück kann man dann Tee, Kaffee oder sonst was trinken. Ich bin wirklich zufrieden damit, weil das macht erstens keine Verstopfung bei mir. Und zweitens, ich merke einfach, dass es mir besser geht. Ich werde auch die nächsten Tage zum Arzt gehen, um zu schauen, wie jetzt mein Eisenwert ist. Der war ja total hoch. ja, ich weiß noch, ich habe einen Brief damals bekommen in meiner Schwangerschaft, dass ich sofort Eisen nehmen muss oder das wird Konsequenzen haben. Und jetzt fühle ich mich irgendwie fitter und kann das auch nur empfehlen. So, jetzt werden einige sagen, für was trägt denn Eisen bei?
Und zwar, Eisen ist gut für die Bildung von roten Blutkörperchen und auch dem roten Blutfarbstoff. Das wusste ich nämlich gar nicht. Dann ist Eisen gut für den normalen Sauerstofftransport im Körper. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte mir, Eisen ist irgendein Vitamin, was der Körper braucht. Und mehr, an mehr denkt man nicht, wenn man sich nicht damit so gut auseinandersetzt. Dann ist Eisen auch gut zur normalen Funktion des Immunsystems, was natürlich total wichtig ist. Ne? Zum normalen Energiestoffwechsel ist Eisen auch sehr, sehr wichtig. Ich sag's euch, bevor ich mich nicht mit Quinoa befasst habe, wusste ich das alles gar nicht. Ich dachte mir nur, meine Ärztin sagt, Eisen ist wichtig. Eisen ist sehr wichtig in der Schwangerschaft. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte mir, irgendein Vitamin, was man zu sich nehmen muss. Und wisst ihr, für was Eisen am wichtigsten ist? Meiner Meinung nach, für Müdigkeit und Erschöpfung. Und genau das habe ich nicht mehr. Das habe ich wirklich nicht mehr, weil ich hab das jetzt seit 7 Tagen eingenommen. Ich werde es auch weiterhin einnehmen, natürlich, ne? Aber ich meine, mit so viel habe ich nicht gerechnet. Das Problem, ich habe ja Eisen immer wieder mal genommen. Aber ich hatte immer wieder Verstopfung. Und bei dem Produkt hier, bei dem Nahrungsergänzungsmittel, merke ich einfach, dass ich keine Verstopfung mehr habe. Jede Frau kennt dieses Problem. Wenn man Eisentabletten zu sich nimmt, dann hat man einfach Verstopfungen. Und seitdem ich die jetzt nehme, ich werde die auf jeden Fall nachbestellen, habe ich einfach diese Verstopfung nicht mehr. Ja, ich kann euch das nur empfehlen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und ich werde es wirklich weiterhin nehmen. Ich werde auch die Tage zum Frauenarzt gehen oder zum Hausarzt und werde mal meine Eisenwerte abchecken, weil ich merke einfach, dass ich nicht mehr so müde bin. Klar liegt das auch mal an der Sonne, ne? Aber ich merke einfach, mein Körper ist nicht mehr so erschöpft, ich bin nicht mehr so müde und ja, ihr wisst, Eisen brauche ich schon seit Jahren. Seitdem ich YouTube mache, beschwere ich mich jedes Mal, dass mir der Eisen im Körper fehlt. Aber ja, mit Quinoa habe ich das jetzt zum Glück im Griff. So, wir warten jetzt immer noch auf unseren Besuch. Wir haben fast 19 Uhr. So ist es bei den Ausländern, ne? Wenn man sagt 18 Uhr, sind die erst um 20 Uhr da. Aber ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall haben wir schon den Tisch gedeckt, fehlen nur noch die Getränke. Und die beiden spielen hier. Und Mia und ich chillen hier. Chili Milli. Hallo Mausi. Oh, guck mal, hier nimmt seine Gefahne. Hier nimmt seine Gefahne. Ich hab den Labach hier. Ich hab den Labach. Ich bin sehr Labach. Blach. Wo sind deine Augenbrauen? Du siehst aus wie Kutschgemlach. Kutschgemlach, Kutschgemlach. Kutschgemlach, Kutschgemlach, Kutschgemlach. Der Annelie, bitte. So, ihr Lieben, Büscher und alles sind jetzt weg. Das gefällt mir. Wir haben jetzt 1:30. Ja, Lia schläft. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir nächste Woche am Freitag grillen bei denen. Und ja. Freust du dich schon? Noch was? Freitag grillen? Du weißt, ich freue mich immer, wenn ich Fleisch sehe. Genau wie Lina. Jetzt musst du nur 1 Kilo für Lina kaufen. Ja, ich starte für Lina was total Süßes mitgebracht. So eine Kinderbox von Kinder Maxi Mix. Und die Schokolade ist da, die durfte das nicht essen, weil sie heute ein bisschen genascht hat. So, wir wollten uns auch nur verabschieden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.